wie lässt sich das, diese beiden Facetten und Welten sozusagen jetzt integrieren, dass beides bestehen kann? Und es geht darum, dass man entweder einfach mal auf der einen Seite und auf der anderen Seite sozusagen austariert. Genauso wie es auch von den agilen Methoden herkommt, es ist die Individuen und die Interaktionen und die Prozesse und Werkzeuge zum Beispiel, das ist auch eine Aktion aus der agilen Welt heraus, das geht es jetzt hier quasi von der Haltung her immer mehr zu üben. Wenn wir uns die agile Organisation anschauen, sie steht aus laut Steinbeis Universität und Hochschule Berlin auf drei großen Säulen. Die größte Säule ist das agile Mindset. Das gibt es jetzt zu üben. Also wir haben einige Organisationen erlebt, die eben die agilen Management-Methoden eingeführt haben und sich dann gewundert haben, warum funktioniert das bei uns nicht? Weil es diese Haltung des agilen Mindsets, das werden wir uns in der nächsten Folie dann noch auch anschauen, das ist es einmal, wo wir sozusagen hinschauen müssen. Und dann danach die agilen Methoden, so wie es Kanban, Scrum und so weiter, ergänzen zu den klassischen Management-Methoden. Wenn wir uns die agile Organisation dann anschauen, was macht es jetzt aus, wie war es früher, wie ist es heute? Auf der einen Seite, früher war sozusagen die Frage, die Führungskräfte als die starken Führungskräfte, starke Männer, starke Frauen, die diese Position und Funktion begleiteten. Heute und in Zukunft geht es eher Führung als Rolle. Und das kann auch nicht nur eine Person, sondern es kann sich auf vielen verschiedenen Personen, die die Expertisen dann haben, auch verteilen. Da heißt es dann die vorgelegte Autonomie, das heißt, dass Sie als Führungskraft sozusagen in die Vorbildfunktion hineingehen, Autonomie auch zulassen, vorleben, aufgebaute Beziehungen, das heißt ganz stark dieses Beziehungsthema ist hierinnen, geförderte Selbstwirksamkeit, also immer wieder hinzuschauen, auch so in der Rolle als Coach, als Führungskraft, wo kann ich denn die Mitarbeiter unterstützen, dass sie sozusagen noch mehr in die Selbstwirksamkeit hineinkommen. Was erwarten die Mitarbeiterinnen, auch der Generation Y? Habe ich auch schon angesprochen, ganz stark Feedback. Wir haben ja gesagt, durch diese volatile Welt der schnellen Veränderungen braucht es relativ rasche Rückmeldungen in Form von Feedback. Mitarbeitergespräche nicht nur einmal im Jahr, sondern laufende Mitarbeitergespräche. Braucht es ganz andere Instrumente und Formen, die wir hier uns anschauen. Perspektive, das heißt, wir schauen mehr in die Perspektive und Perspektive zieht gar nicht stark in die Vergangenheit, in die Defizitorientierung hinein. Freiräume zu gestalten, das heißt Experimentierflächen aufzumachen in einem Rahmen, wo Mitarbeiterinnen und auch Führungskräfte sich ausprobieren können, experimentieren können und daher auch relativ rasch Innovationen ableiten können. Die Offenheit auch für die Mitarbeiter. Mitarbeiterinnen sind die Expertinnen am Arbeitsplatz. Seien Sie offen, die haben viele, viele Ideen, die sich ganz stark weiterbringen können, auch in den Innovationspotenzialen. Förderung, das heißt die Förderung, Sie als Führungskraft, dass Sie sozusagen die Mitarbeiter auch fördern, welche Stärken haben Sie, wie können Sie die Stärken auch ausbauen. Und die Koordination immer wieder und natürlich auch Teamwork sozusagen, also sich immer wieder abzustimmen, neu auszutarieren, laut entsprechenden Ansprüchen, die einfach auch von der Kundenseite und internen Seite auch gefordert sind. Ja, Führung als agile Rolle, das habe ich angesprochen, das heißt im Unterschied zur Position, wo man früher eben Teamleitung und in der Hierarchie ein Stückchen stärker verankert war, das gleitet jetzt ein Stück mehr hinüber in eine Rolle, das heißt dahinter liegen entsprechende Aufgaben, Handlungs- und Prozesserwartungen, wie zum Beispiel, da haben wir jetzt den Barber von Spotify, der das auch ein Stückchen mit dem Sport vergleicht, wo er sagt, wir brauchen auf der einen Seite eine Vision Mission, wie sieht es aus zu gewinnen. Zweiter Punkt, wie ist der Plan, die Strategie und die Taktik auf der einen Seite, das wäre so SSI im langen Sinn, aber auf der anderen Seite die Dynamik sozusagen, dass es unter dem Weg, den wir gehen, quasi immer wieder da und dort Abweichungen geben kann, austarieren kann, neue Zielsetzungen entsprechend hereinkommen. Wie ist der Spielstand, wie ist der Fortschritt? Da geht es ganz klar darum, diese Feedback-Schleifen, die wir immer wieder in kurzen Abständen machen müssen, um drauf zu kommen, was passt noch, was passt nicht, was ist offen, wo steht vielleicht auch zusätzliche Expertise an und so weiter und so fort. Was hält uns zum Gewinnen ab? Immer wieder kontinuierliche Verbesserungen bei den Menschen, Teams und der Strategie und in der Taktik auch anzuschauen. Ja, was machen Google, Amazon und Co. anders? Da sind wir jetzt ganz stark bei diesem New Mind Leadership.
Eine gute Antwort auf VUCA sozusagen ist auch VOPA, vielleicht relativ leicht zu merken, was steckt da jetzt dahinter. Auf der einen Seite das V für Vernetzung, das O für die Offenheit, das P für partizipativ und positiv und das A für diese Agilität, also die Instrumente und die Methoden, die eben aus der Agilität herauskommen, auch groß und gut zu nutzen. Das kommt von Dr. Buse, Harvard, MIT und aus meiner Seite, ich habe also diese positive Sicht noch einmal adaptiert, weil es so eine Exzellenz sozusagen heraus sich entwickeln kann und auf der anderen Seite eine hohe Beweglichkeit auch entstehen kann. Also wenn ich noch mal kurz eingehe, Vernetzung, Zusammenarbeit, das heißt, dass Sie mehr und mehr die Vernetzung innerhalb Ihrer Organisation, innerhalb des Teams, des Projektes und so weiter und auch hinaus einfach fördern, aufbrechen von Abteilungsdenken, etablieren von cross-functional Teams, also über die Abteilungsgrenzen hinaus, technische Mittel mehr zur Verfügung zu stellen, Kollaborationsplattformen zu nutzen, auch in der Virtualität und im virtuellen Raum zu arbeiten und positive Beziehungen, wenn du sagst positiv, da gehe ich jetzt gleich tiefer drauf ein, positive Beziehungen zu gestalten, das heißt, einfach etwas, was auch schon gut funktioniert, ja, also auch im Team zu schauen, wer sind denn die Menschen, die quasi hohe Energie hereinbringen, für Themen auch brennen, die sozusagen auch für Veränderungsprozesse zum Beispiel auch mehr noch zu nutzen. Was macht jetzt das positive Menschenbild dahinter aus? Also das ist wiederum Haltung. Früher, auch Industrie 2.0, 3.0 haben wir eher angesprochen, war das Menschenbild, Menschen sind faul, brauchen starke Anreize, das heißt, so das Thema, die Führungskraft muss motivieren, damit die Mitarbeiter etwas tun, Führungsrang, Autorität, Prozesse, Vorgaben, Arbeitsweise, die Untergebenen, also ich als Führungskraft eher oben und die Untergebenen. Heutzutage ist mehr und mehr die Theorie Y, das heißt eine Haltung von der Führungsseite, ich gehe davon aus, Menschen wollen gute Beiträge zur großen leisten. Ja, also ich schicke ihnen quasi schon einen Vertrauensvorschuss und Menschen spüren das sofort. Ja, und sie reagieren auch sofort. Also ich habe das in meiner Führungsarbeit ganz klar verstanden, dass das wunderbar funktioniert. Also eher unterstützend, eine dienende Führung von der Haltung, auch eher eine coachende Führung. Also statt Ratschlägen zu geben und Lösungen vorzugeben, mehr sozusagen Fragen zu stellen. Potenzialentfaltung, starker Fokus auf die Stärken der Mitarbeiter, wo haben sie ihre Stärken, welche Aufgaben passen, ja, und immer mehr zurückzugehen und auch loszulassen und sich das Team quasi selbst organisieren lassen. Arbeitsweise Verantwortlichkeiten auch zu übergeben, das heißt sie schultern auch ihre Verantwortung auf mehrere Schultern, sind dadurch auch ein Stückchen entlastet und auch weniger gestresst und ihre Mitarbeiter wachsen über sich hinaus. Offenheit im Sinne für die Fehler, die gemacht werden. Ein Fehler, weil die Buchstaben ein Stückchen anders anordnen, ist ein Helfer. Ein Helfer, nämlich weiterzukommen, zu wachsen für Innovation. Dass Sie aus Ihrer Haltung heraus neugierig sind, ja, also auch neugierig im Sinne von, welche Ideen haben denn Ihre Mitarbeiter. Offenheit und Information muss frei fließen, das heißt weniger Fehler analysieren, hin zu, was können wir denn als Team sozusagen, weniger Schuldiger suchen, hin zu, was können wir denn als Team aus diesen Fehlern lernen für die Zukunft. Wenn wir uns dieses Kontinuum anschauen, normalerweise schaut man von Null auf Negativ, wo sind die Defizite, wo haben wir Problemstellungen und so weiter, das ist ganz klar und wichtig. Und wir ergänzen sozusagen die positive Seite, sprich, dass Sie mehr und mehr sich angewöhnen, auf die positive Seite der Abweichung zu schauen. Was funktioniert gut? Wo waren wir gut? Wo haben wir denn Erfolge gehabt? Und wie sind diese Erfolge entstanden? Da entsteht großes Empowerment, viel Motivation und ganz ein anderes Arbeiten. Das ganz ein anderes Spirit. Sie sehen hier die Ergebnisse, die wir hier dann erreichen, raus aus den Verlusten, hin zu Überflussexzellenz, Außergewöhnlichkeit, Perfektionismus, Wertschätzung, Aufblühen im weitesten Sinne. Partizipation, das heißt, integrieren Sie Ihre Mitarbeiter auch in strategische Entscheidungen. Die sind clever, die sind wirklich die Experten am Arbeitsplatz und wissen ganz viel. Bringen Sie es ein, geben Sie Orientierung für die großen Ziele, sprich der große Rahmen, und dann bringen Sie Ihre Mitarbeiter herein. Bauen Sie eine Verantwortungskultur auf, geben Sie Verantwortung ab, soweit es Ihnen möglich ist. Ja, Sie sind sozusagen als Coach da, Sie monitoren, aber Sie unterstützen und unterstützen auch die Mitarbeiter. Dann haben wir noch die Agilität, da geht es eben darum, dass Sie sich relativ rasch an den Umweltbedingungen, Veränderungen anpassen. Ja, da gibt es also unterschiedliche Parameter dazu, wie zum Beispiel, nehmen wir es mal raus, lernen, zufriedenstellen, verändern, kurze Intervalle, kurzer, relativ kurzer Austausch, also all die Thematiken, die wir sozusagen aus diesen agilen Methoden heraus auch kennen. Ja, Agilität bedeutet, wenn wir hier schon auf die Prozesse beweglicher machen und sozusagen den Geist, das wäre wieder das Mindset,
Dafür ist es notwendig, dass sie einen Handlungsrahmen aufmachen, um diese agilen Prozesse sozusagen zu gestalten und zu erlauben. Design Thinking und so weiter, also diese Methoden anzuwenden, aber ganz wichtig, haben wir eh schon gesagt, die große Säule, in der wir beginnen, ist dieses Mindset. Und zu guter Letzt ändern sich die Aufgaben, es geben mehr Orientierung mit den Zielen, es wird in der Hochgeschwindigkeitsentscheidungsfindung und der dritte Punkt, der sich vielleicht noch ein Stückchen mehr hereinbringt, ist die Zusammenarbeit sehr dynamisch zu organisieren. Kommunikation wird ein Stückchen anders, weil man einfach auf sozialen Netzwerken und sozialen Kommunikationsformen auch zurückhält. Innovationsförderliche Bedingungen zu gestalten, also kooperativ, partizipativer Führungsstil, interdisziplinär, diese Vernetzung, das Kollaborative wird immer stärker auch hier hereinkommen. Größere Entscheidungsspielräume, wenn Sie die Verantwortung abgeben. Und Experimentiermöglichkeiten, so wie schon angesprochen. Zu guter Letzt, wie kommen Sie durch die VUCA World? Wir haben es eh schon angesprochen, also indem Sie, wenn Sie sich noch erinnern, sozusagen mit der hohen Widerstandskraft für sich selber immer wieder austarieren zwischen den beiden Seiten, kommen Sie immer mehr in diese Haltung, dass es einfach eine innere Ruhe gibt und die Dynamiken draußen sozusagen gut bewältigen zu können. Wie können wir Sie unterstützen? Schalten Sie um auf Resilienz und Agilität, das ist diese Frage dann des Mindsets. Entwickeln Sie die Organisation weiter in Richtung agile Kultur sozusagen hereinzubringen und zu guter Letzt Führungskräfte-Update, wo wir gemeinsam mit Ihnen draufschauen, welche Kompetenzen braucht es denn hier, sei es in die Richtung Positive Mindset und agiles Mindset zu kommen, hier ein Update zu machen mit Workshops oder auch anderen Seminaren. Ich wünsche Ihnen viel Spaß, bleiben Sie dran, herzlichen Dank, auf Wiedersehen.